Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Gameplay. Nach Rücksprache mit meinem Tät-Psychologen bin ich jetzt wieder voll einsatzbereit und werde mich nicht mehr so leicht täten lassen, hoffentlich. Und töten lassen natürlich auch nicht. So. Aber wir werden sehen, was das heute für uns bereithält, das Spiel. Ja, Teams sind nicht so cool, finde ich. Also ich finde, die Gegner haben ein stärkeres Team. Wieder Gangplank Toplane, der uns ja schon ein paar Mal Probleme bereitet hat. Paar Mal nicht, paar Mal schon. Kommt natürlich immer da stark drauf an, wie gut die Gangplanks sind. Aber gut, das kann man ja über jeden Champion sagen, sage ich mal. Und ja, Brand Midlane ist auf jeden Fall knackig. Wir haben Ceri. Wobei die ja gar nicht so schlecht ist, wenn der Spieler sie beherrscht. Und die Gegner haben aber Karma, Caitlyn Support. Botlane, also auch ziemlich stark. Und Vi Jungle, also sie haben echt ein ziemlich starkes Team, finde ich. Aber wir eigentlich auch, also keine Ahnung. Pantheon ist schon auch ein ziemlich starker Solo-Laner. Yone ist auch ziemlich stark. Okay, Gangplank hat ignited. Und ist wahrscheinlich back gegangen. Also Vi müsste jetzt eigentlich Topside sein. Eigentlich. And she is. Okay, haben beide geflasht. What the hell? Scheiße. Wow. Das war knapp. Aber was ist gerade passiert, Alter? Die wurde einfach unterm Tower gebasic getaggt. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Also ich vermute mal, sie ist in die Trap von Caitlyn gelaufen, unterm Tower, hat den Headshot gefressen, plus eine Q, plus Karma. Und dann sah es nur so aus, weil ich im letzten Moment dann quasi drauf geguckt habe und dann sah es so aus, als wäre sie da einfach die ganze Zeit stehen geblieben und wurde gekillt. Pantheon auch kein Flash mehr. Oh, easy. Oh shit! Missklick. Missklickeroni. Das ist nicht gut. Aber zum Glück nicht so schlimm. Sie babysittet oder was macht die da? Am Babysitten. What the hell? Also wenn sie die nicht kennen, ne, werden sie nicht. Doch. Was geht auf der Botlane ab, Alter? What the hell? Offensichtlich ist Ceri in Caitlyn kein so guter Pick. Vermutlich wegen dem Range-Vorteil, den Caitlyn hat. Oh, nice. Ja, ich muss jetzt auch langsam mal aktiv werden. Ich würde gerne den Drake holen, aber... Klassisches Diana-Problem. Early Game. Drake. Not so easy.
natürlich, Alter. Flash Ignite, ey. Ah, Mann. Das habe ich nicht kommen sehen, offensichtlich. Ärgerlich, dass ich mit Smite gestorben bin. Aber dadurch hätte ich safe nicht überlebt, weil es sind 200 Leben und ich wurde ja ignited und ja. Da wäre ich safe so oder so drauf gegangen. Es ist halt ärgerlich mit dem Drake. Aber hätte man sich eigentlich denken können, dass unsere Botlane da keine große Hilfe ist, wenn die so behind sind und das 2v2 so hart verlieren. Den hat er da. Nice. Der weiß, glaube ich, dass ich da bin. Oh no, die Botlane. Oh, never mind. What? Okay. Ist aber nicht toxic, wenn ich sage, das hat niemand von denen erwartet. Sag ich jetzt mal. Nobody expected that. Ja, läuft eigentlich ziemlich gut, nur ich habe noch nichts gemacht eigentlich. Das sollte ich jetzt wirklich ändern. Oh no. Natürlich auch genauso geplant. Ne, Spaß, ich dachte, die Karma ist tot. Aber ihr Schild hat sie gerettet. Ja, war ein nicer Bait von der Botlane. Natürlich auch genauso geplant. Oh, wow. Leute, Gangplank war auch da. Ja, Herald wäre jetzt noch das Ding. Oh, könnte jetzt auch sein, was die denn macht. Ich weiß nicht, ob ich stärker bin als sie. Eigentlich schon. Mal gucken. Ich muss das eigentlich rechtzeitig schaffen. Ja, sie macht den ziemlich sicher. Nein. Oh. Jesus. Das ist der Brand. Chillax, my dude. Weiß nicht, was man zu dem Fight noch sagen soll.
Auf jeden Fall nicht sehr clean. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie so hart reingegangen ist. Ich dachte, sie läuft einfach weg. Oder ich hatte gehofft, besser gesagt, sie läuft einfach weg. Die Karma hat ziemlich sicher gerade gewardet. Also Botlane. Ich probiere jetzt schnell den Drake zu machen. Oder auch nicht. Nice. Ich hasse das, wenn du einfach damit rechnest, dass weiter Damage kommt und genau in der Sekunde, wo du damit rechnest, kommt einfach überhaupt kein Damage mehr. Lol. Nein! Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. RIP nicht getroffen. Ja, ist doch ein solides Game. 15 zu 3. Hat anders angefangen, würde ich sagen. Sah schon ganz schön düster aus, die ersten paar Minuten. Aber Zeri Lulu ist wohl doch ziemlich gut. Oder sie haben einfach die Gegner unterschätzt. Kann natürlich auch sein. Ich finde immer, wenn man selbst was Starkes spielt oder wo man sich selbst ziemlich sicher fühlt, dass man eigentlich gewinnt im Normalfall, dann unterschätzt man manchmal einfach, dass zum Beispiel eine gegnerische Lane auch ziemlich gut ist, das also einfach nur von den Champions her. Wenn man dann quasi nicht damit rechnet, dass da so viel Damage dann eventuell kommt oder so. Weiß Toplane, damn. LOL. Die Vi wurde auch gekillt. Holy moly, Botlane Tier 2 down. Na gut, es steht 19-4. Ich tue so, als wäre das ein überraschendes Ergebnis bei der Scoreline. Ein überraschendes Ereignis, meine ich natürlich. Ist er noch gar nicht da, lol. Dachte gerade legit, ich habe ihn auf der Minimap gesehen. Ja, gut, das Game ist halt over. Sehr wahrscheinlich. Vier Bounties. Ja, gut, wenn sie ein Teamfight gewinnen und drei Türme zerstören, kriegen sie halt legit, keine Ahnung, 6000 Gold oder so. Also, das ist halt der Nachteil von diesem Bounty-System.
ein richtig schlechter Teamfight und die Gegner können das Comeback des Jahrhunderts starten, ne? Zieht euch mal rein, wo die auf der Karte sind. Was zum Teufel? 46 Sekunden Draco Linsky. Oh oh. Das ist schlecht. Dass die Gegner jetzt alle beim Drake sind. Ja. Den Drake werden wir nicht kriegen. Komm schon. Nein! Sein Scheiß. Scheiße. Aber mein Team macht halt auch gar nichts, ne? Ich meine, klar, ich war da, also ich wusste ja, was abgeht, dass die ganzen Gegner da sind. Aber mein Team, die stehen halt in der Midlane und gaffen wie die Kühe, wenn es blitzt. Also halt wirklich so, ja, Jungs, mir laufen gerade 5 Leute hinterher oder probieren mich abzufangen. Wäre halt schon mal nice, wenn ihr mal auch was machen könntet. Also halt ohne Spaß, Mann, what the hell. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Dass da mal jemand einem entgegenkommt oder so. Weil wir so hart gefeedet sind. Da muss halt nur eine zweite Person kommen und schon können wir einen 2v4 gewinnen. Das checke ich immer nicht. Na, jetzt schaffen wir Herod nicht mehr. Aber 3 gegen 5 gehen sie dann wieder hardcore rein. Sie haben den Inhibitor zerstört und gehen dann wieder nicht back. Kriegen wir den Rachen nicht voll genug. Aber jetzt haben sie alle Shutdowns bekommen, bis auf den von Ceri. Das ist schon brutal viel Gold, was die jetzt bekommen haben. Mit Drakes ist halt so nervig. Das ist immer so. Ich kriege irgendwie immer die Teams, die einfach nicht anerkennen, wie viel Drakes wert sind. Aus irgendeinem Grund. Jone, lauf in die Midlane, wo du absolut nichts holen kannst. Das ist ein Stück Scheiße, so ein dreckiges, widerliches, Alter.
Was stimmt mit diesem Spacko nicht? Ich hasse diese Spieler so sehr. Ich meine, ich hätte es smiten können, klar, aber ich denke mir halt, als ob der jetzt wirklich so ein Stück Scheiße ist. Aber natürlich ist es. Klar. Sowieso. Schon wieder Faye gesmited. Weil Missionen natürlich was Besseres zu tun hat, als Baron zu machen. Muss Jungle Camps clearen. Weil er auf seiner Lane nicht genug gefarmt hat, weil er zu schlecht ist. Wow, ich habe keinen gekillt. What? Wow. Das war echt schlecht von mir. Ich check nicht, warum keiner gestorben ist, Mann. Ich dachte, die Vi stirbt dann der Ulti. Alter, das ist so ein Trash. Ich dachte, sowohl Vi und Brand kill ich mit meiner Ulti, aber ich habe zero Damage gemacht. So, hat sich einfach mein Game aufgehängt, als ich Sonjas kaufen wollte. Tja, die Gegner haben jetzt Drake Nummer 3. Sie dürften nicht mal Drake Nummer 2 gehabt haben, aber ja. Braucht man nicht drüber reden. Aber es ist echt, die Bounties, das ist halt so geisteskrank, wie viel Gold die jetzt einfach bekommen haben. Das ist halt, ich finde das immer noch, das System ist so schlecht einfach. Weil im Late Game, wenn dann alles ausgeglichen ist, spielt das dann gar keine Rolle mehr. Aber im Early Game spielt das halt so eine kranke Rolle, wenn die Gegner einfach 3000 Gold durch Bounties bekommen. Das ist halt so krank. Irgendjemand stirbt schon wieder, der Yone. Er hat irgendwie nur 2 Tode. Gefühlt ist er aber 5-mal Solo gestorben. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum die da noch fighten. Der Typ ist halt komplett Solo irgendwo am Rand der Map und die rennen ihm alle zur Hilfe. Viel zu spät. Das verstehe ich halt auch nicht. Ein Solo-Tod ist ja nicht schlimm, aber jeden Teamfight jetzt verlieren ist halt GG. Ja, Yone, die hatte ich jetzt 3-mal Solo gekillt. Wäre vielleicht schön, wenn du dann irgendwann mal damit aufhörst. Irgendwann müsst ihr das ja mal verstehen, dass die gefeedet ist. Und keine andere Lane, die pusht. Mein Team ist halt keine Ahnung. Ich hatte halt den ultrakranken Flank. Yone ist back gegangen.
Alter. Der Typ ist so bad, ey. Der verliert uns das ganze Spiel. Er hat überhaupt kein Teamfight-Teamgefühl. Aber warum fighten die das? Warum gehen die nicht einfach weg? Warum haben die das jetzt gefightet? Das verstehe ich halt auch schon wieder nicht. Was ist das überhaupt für ein Item? Wait, ist das nicht sogar besser? Nee. 20 Ability Haste. Damn, das Item habe ich noch nie gesehen. Ist das neu? Naja, wenn wir den Dragon nicht kriegen, sage ich euch, verlieren wir 1000%ig das Spiel. Yone geht 1 gegen 3 rein. Ich liebe diesen Typen so sehr. Nicht. Aber immerhin hat er jemanden gekillt, ohne selbst zu sterben. That's the first. Geh nicht back, du Trott. Du bist so ein Depp, Alter. Wie kann man nur so schlecht sein, ey? Hm, toll, Yone. Kriegen Sie den Dragon Soul. Nice. Ach, Mann, Alter. Elf Sekunden Sonjas, 11 Sekunden Sonjas. Oh, hey Yone, du bist da! Mann, cool, dass du auch da bist. Fucking Vollidiot, Alter. Der Typ ist so unglaublich schlecht, Alter. Das ist echt krank. Vergesst das mit dem nicht getiltet werden, ey. Wie kann man mit so einem Stück Scheiße im Team nicht getiltet sein? Es ist einfach 4 gegen 5, Drake spawnt in 20 Sekunden. Was macht er? Er geht back. Er geht einfach back. Ja, moin. Wie kann man nur. Also, ich check's einfach nicht. Dragon Soul. Eins der wichtigsten Dinge im ganzen Spiel. Und er geht back. Er geht einfach back. Er gönnt sich. Oh, cool. Mein Spiel stürzt jetzt die ganze Zeit ab, nice. Würde ich bevorzugen, wenn das nicht passiert, dass mein Spiel die ganze Zeit abstürzt. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Wenn das in einem Teamfight passiert, dann bin ich richtig sauer. Oh, sie fighten schon wieder. Ich habe halt ein Disconnecten. Was machen die? Die fighten einfach. Warum fighten die? Immer noch. Just take the free fucking Baron. Wir haben halt nie eine pushende Lane, ne? Wir haben nie eine pushende Lane. Außer Midlane. Obwohl Yone die ganze Zeit Toplane gegangen ist. Immer wieder. Bestimmt 10 Mal oder so. Und 20 Sekunden müsste eigentlich reichen. Oh man, was für ein Game. Zweimal hat sich mein Spiel geschlossen. Das ist noch nie passiert. In meinem ganzen Leben hat sich noch nie einfach so League of Legends geschlossen. Und dann wieder so ein Yone im Team, wo du einfach nur kotzen könntest. Der ist echt unglaublich. Du kannst sicher nicht den Yone honoren. Ich würde den Pantheon honoren. Der einzige, der mich nicht aufgeregt hat. Botlane hat viel zu viel gefightet. Zu oft, wo sie es nicht hätten sollen. Yone war einfach absolut kein Teamplayer.
19 Punkte kriege ich schon nur noch. Schade. Ja. War ein okayes Game. Botlane hat gecarried. Lol, was zum Teufel? Lulu hat 1399 Schaden gemacht? Da war die Lulu aber echt ziemlich schlecht. Weil ja, ihr Hauptding ist, dass sie Serie supportet. Aber 5x Q benutzen ab Level 12 ist gefühlt 1300 Damage. Also keine Ahnung, was sie gemacht hat. Offensichtlich nicht ihre Q benutzt. Auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein. Ciao, ciao.